Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon Diamant Edition. In der letzten Folge haben wir einen Arenaleiter easy besiegt und dann sind wir an einem Angler gescheitert. Hups. Ja, ich weiß gar nicht, was waren meine Pokémon? Ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Stimmt, ich wollte Georg noch entwickeln, dass der auch mal gescheit stark wird. Daisy braucht ein bisschen Training, du sollst dich entwickeln, du auch irgendwann. Und naja, Sebastian soll halt langsam mal wieder mitleveln, nachdem der jetzt ein bisschen unterlevelt ist aktuell und eigentlich ein Kandidat für das Hauptteam ist. Hannah währenddessen wird einfach noch ewig mitlaufen, bis sie irgendwann mal, Okay, wie sieht's mit Geheimgeschenk aus? Gibt's mittlerweile wieder eins? Ah, keine. Okay. Gut. Wie gesagt, ist wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, aktuell gibt es mittlerweile täglich Folgen, statt nur noch alle 5 Jahre mal. Das ist doch auch schön. So, und wisst ihr was? Drift Zepi, du bist süß und alles, aber du bist doch... du warst doch schon mal hinter uns, ne? Nehmen wir lieber den da mit. Oh, der ist ja süß. Oh, wo wir gerade dabei sind, wisst ihr was? Wir nehmen das kostenlose Training mit. Ich glaube, Daisy und Georg sind da gar nicht so verkehrt. Die freuen sich. Die freuen sich. So, wo ist das jetzt wieder? Das müsste hier sein, ne? Dieser tägliche Doppelkampf, den man machen kann. Der müsste hier sein. Gegen ein Pikachu-Kind. Ach, wie süß. Pokémon! Ich möchte mehr wie ein Pikachu werden! Möchtest du gegen mich antreten? Ja, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wenn meine Pokémon dich verletzen, dann bist du selber schuld. Die Hannelore! Achso, das ist sogar nur ein Einfachkampf. Ich dachte, das wäre immer ein Doppelkampf. Dann ist das ja nur so halb wichtig. Dieser Effekt vom Safari-Ball ist einfach potthässlich. Es tut mir leid. Okay, ja gut. Also dann, mach mal tot, bitte. Statik. Danke. Okay. Ja, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber man nimmt, was man kriegt, gell? Oh, du hast noch eins. Ja, scheiß drauf. Macht jetzt nicht den Unterschied. Lassen wir unser All-Star-Team einfach mal kommen, komplett. Dass sich das auch lohnt, gell? Wir gehen Luftballon in den Kampf schicken. Okay, eine Spukball, die Sache sollte sich haben. Ich habe ein bisschen Angst vor Statik, deswegen ist, glaube ich, so ein Angriff, der ist sicher. Da kann das Pikachu machen, was es will. Es wird Driftlon keine Paralyse in die Fresse hauen. Das wäre nicht ungünstig, wenn das passieren würde. Hannelore, es tut mir leid. Nein, Pikachu. Okay. Ja, das war da. Ja, eine kostenlose Kampf, den man hier kriegen kann. Das ist so dumm. Ich könnte jetzt theoretisch auch wieder die Doppelkämpfe durchmachen. Ist ja wieder ein neuer Tag. Also für die, die es nicht wissen, bekanntlich neuer Tag bedeutet, das Doppelkampf-Restaurant hat wieder neue Kämpfe. Aber das machen wir jetzt nicht. Ja, das ist so eine... das ist doch... Ein wildes Speedy versetzt Surfer ein, um dir zu helfen. Jo, leck, Alter. So, wie war das? Das hatte ich sogar schon. What? Oh, es gibt Pokémon. Was? Oh, ihr seid neu. Ihr wart definitiv nicht im alten Dex. Definitiv nicht. Oh, Wingull hat eine sehr effektive Attacke. Oh, so ungünstig. Wie kriege ich dich gefangen, ohne dass wir alle weinen gehen? Daisy? Du vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich würde es halt gerne fangen, dann kann ich es zum Pelipper entwickeln und gleich wieder wegschmeißen. Ich meine, ihm freundlich sagen, dass ich andere Pokémon bevorzuge. Ja, das war jetzt nicht so schmerzhaft. Sondersensor ist stark, ne? Ich vergaß. Das ist ja nicht mehr Konfusion, was schwach ist. Oh, oh. Shit. Ich vergaß. Na, okay, ein Volltreffer hat auch noch. Ja, dann ist natürlich sowieso keine Chance mehr. Na gut, wir werden es wiedersehen. Das Wingull. Wer ist mit dir? Hatte ich schon gekämpft, ne? Deine Schreierei Ja, das ist korrekt. Ah, hier ist gar kein Item. Schade. Wieso kann man da hin?
kein Grund. Okay, außer dass man dem Bidifass damit Schmerzen zufügen kann. Na, wenn das so ist. Ja, Georg kriegt das auf die Reihe. Ja, du brauchst gar nicht zu fragen, beißen, keine Ahnung. Oh nein, du armer Kerl, du. Du armer Kerl, du. Dann haben erst 5 angebissen, das ist ja ungünstig. Ach du Jemine. Puh, das ist natürlich ein schwerer Gegner. Ich werde mein Bestes geben. Mit meinem Furzball. Das war oben. Okay. Batsch. Bam. Dead. Jawoll. Geh euch. Geh euch gewinnt seine Fights. Der Geh euch, der geht richtig ab wie sonst was. Alter, wie Luzi geht er ab. So, okay. Oh, das ist schon fast ein bisschen stärker. Da sollte ich vielleicht überlegen, was ich tue. Garados hat doch eh keiner. Also, was will der? Was willst du, Garados? Was willst du? Ja, guck doch. Du Hässlern, du. Du Hässlern. Oh, das ist sogar Level 31. Das ist schön nicht verkehrt, ne? Au. Oh. Na, scheiße. Okay, wenn ich nochmal zurückstrecke, hau ich Tiefschlag raus. Okay, gut. Bitte vergifte es. Shit. Okay, Eiszahn ist ganz ungünstig. Und ich habe nur Kratzfude bei dir. Ah ja. Komm mal lieber zurück, Georg. Dieses Garados ist vielleicht ein bisschen stark. Ja. Ich kann nicht mal meinen Stardoktor einsetzen, selbst das stirbt. Ungünstig. Ungünstig. Ich sollte vielleicht ein Elektro-Pokémon für diese Route mitnehmen. Ja, jetzt ist eh schon zu spät. Naja. Machen wir normal effektive Attacken. Ist auch sehr effektiv, ne? Scheiße. Dieses Garados countert mich ja komplett aus. Jetzt sag mir nicht, ich verliere gegen so einen unwichtigen Angler. Das wäre auch nicht schön. Was macht Charme noch gleich? Ah, fuck. Ich vergaß, dass hier der A-Knopf einfach so ist. Naja, egal. Charme, please. Ich mach deinen Angriff auf 0. Ja, das tut mir jetzt auch nicht so weh. Hanna, jawohl, du kannst es tun. Mach das Garados komplett wertlos und dann kann irgendein Pokémon uns einfach abknallen. Es macht halt Schaden mehr. Schön. Okay. So, minimaler Angriff. Ich glaube, ein Drittel oder so von dem, was er normalerweise jetzt noch macht. Was bedeutet, jetzt kann Hanna eigentlich gehen? Oder machen wir einfach weiter? Kopfnuss. Oh, wie er jetzt ausgleichen muss. Wie er ausgleichen muss. Okay, das ist mir zu riskant. Ich will nicht, dass Hanna stirbt, weil sonst kriege ich Probleme. Hilft alles nichts. Risky, aber was soll ich sonst tun? Das Schöne ist, sein Silberblick ist jetzt komplett wertlos. Er ist nur noch am Silberblick-Spam, um das auszugleichen. Finde ich gut. Okay, wie wär's so? Attacken-Info, welches von beiden ist stärker? Das ist stärker, dann haut drauf. Jawohl. Hanna hat's drauf. Hanna macht, was eine Hanna tun muss. Schade nur, dass Benner gestorben ist. Das ist sehr ungünstig. Eieiei. Hanna hat sogar auch ein Level erreicht. Hast du gut gemacht, Hanna. Du warst ein wichtiger Part hierbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir nehmen Daisy. Das Carpador kann ja hoffentlich nichts. Und tun erstmal wieder unsere Pokémon heil. Weil denen geht's ja nicht so gut, ne? Hoffentlich hatte der nur ein einziges Garados, dann ist alles gut. Beutel. Ha. Benno, komm zurück. So, jetzt lebt der Benno schon mal wieder. Das heißt, er freut sich wieder über EP von diesen überaus mächtigen Pokémon, die leider nur Normalattacken haben und deswegen nichts gegen mein Geist-Pokémon tun können. Und ich hätte außerdem gerne einen...
100 KP, 100 KP ist ein bisschen viel für dich. Top-Trank sowieso. Super-Trank reicht doch auch, oder? So. Ab jetzt können wir kämpfen gehen. Jetzt sind wir gerüstet. Ich liebe es, er kann nichts tun. Mein Pokémon ist einfach da und, you know, er ist raus. Okay, wie sieht's aus? Gut. Gut genug. Gut genug, hauen wir sie weg. Batsch. Stell dir so vor, der stallt einfach. Das ist total super. Eieieiei. Ja, okay, hatte nur ein gefährliches Pokémon. Das war alles. Junge, kauft dir mal eine Superangel. Damit kann man unterschiedliche Pokémon fangen. Das ist richtig cool, wenn man unterschiedliche Pokémon fangen kann. Da sind manchmal welche dabei, die anders sind. Okay, der Bundesrat hat dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz für das 9-Euro-Ticket zugestimmt. Jawohl, wir kriegen das 9-Euro-Ticket. Das ist ja schön. Jetzt könnt ihr terminieren, wann die Aufnahme ist, weil das ist gerade jetzt passiert. Oh mein Gott, er hat echt nur Carpador und ein Gyarados. Das Gyarados war gefährlich für mich. Ich sollte echt nicht auf einer Wasserroute mit Pokémon laufen, die halt vom Wasser ausgekontert werden komplett. Ja, also Pech gehabt, gell? Schlecht war das. Naja, egal. Weiter geht's. Wait. Na egal. Kein Bock gegen den zu kämpfen. Ich will erstmal meine Pokémon wieder heilen, indem ich mich einfach in die Stadt reinmache. Nein. Theoretisch könnte ich, aber ich will nicht. Jawohl. Lass uns mal diese Beeren pflücken, die schon seit Ewigkeiten reif sind. Mir war das nicht bewusst. Ich glaube, beim Originalspiel war es tatsächlich so, dass auch die initialen Beeren kaputt gehen konnten. Da ging der Timer los, sobald man die Route das erste Mal betreten hat. Wir sind hier, glaube ich, immer die Beeren kaputt gegangen. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht täusche ich mich auch. Oh oh. Du schon wieder. Du schon wieder. Ich werde dich fangen. Ja, du erschauderst. Das ist ja so gefährlich, das Viech. Versuchen wir es diesmal so. Jawoll. Sehr schön. Schmeiß die Scheiße. Hui. So, so muss das. Nein, verdammt. Okay, dann schmeißen wir noch einen. Nicht, dass mir das wehtut. Ja. Keine Sorge, Georg. Alles gut. Ich schmeiß einfach weiter Pokebälle. Da soll das schon schief gehen. Jawohl, wir haben einen Wingull gefangen. Wieder mal ein neues Pokémon für den Pokémon-Eintrag. Das ist schön. So, Jawohl. Es baut sein Nest an steilen Klippen an der Küste und nutzt den Aufwind, um sich hoch in die Lüfte zu erheben. Das Seemöwen-Pokémon. 9,5 Kilogramm, das wiegt ja gar nichts. Ja klar, will ich dem. Waltraut und Mariechen. Warte, Waltraut? Schreibt man das? Schreibt man das mit hartem oder weichem Tee? Waltraut mit D. Okay, mit hartem D. So ist richtig. Waltraut, gib bitte erstmal eine Box. Aber danke. Gut. Oh, das dachte ich schon, der hätte mich gesehen. Aber der hat mich gar nicht gesehen. Der kann nämlich gar nicht. Der Hässlon, der. Was will der schon, außer hässlich sein, ha? Ha. So, was meint ihr mit dir? Dich habe ich auch noch nicht, oder? Naja. Dich habe ich auch noch nicht. Shit. Naja, Vergeltung ist immer gut. Oh. Okay, Planänderung, das funktioniert so nicht.
Versuchen wir es. Ab geht's, Pascal. Wieso ist in dem sein Bobus so rot? Pascal, was hast du da gemacht? Oh nein. Na super. Na super. Okay. Dann halt nochmal. Was? Oh, ich hasse diese Attacke. Mal schauen, wie oft es ihm gelingen wird hintereinander. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Blödes Arschloch. Ach, ich hasse es. Na gut, wen haben wir sonst noch so? Ich habe lauter Gegenstoß-Pokémon. Die machen alle doppelten Schaden. Was soll die Scheiße, Mann? Ha. Na gut. Na gut, hoffen wir einfach drauf, dass unser Staraptor nicht komplett durchdreht. Du hattest deine Chance. Du hattest deine Chance. Wenn du jetzt stirbst, hau ich dich tot. Na gut. Ich hab dich auch lieb. Versuchen wir es nochmal. Okay. Das ist ungünstig. I don't care. Okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu fangen. Das ist halt Wesen, das Geist ist doch... Psycho war doch auf Geist sehr effektiv, oder? Oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht mehr. Aber probieren wir es aus. Hallo. Was? Oh oh. Shit. Ja, verdammt. Jetzt finden wir raus. Sehr effektiv? Nein, normal effektiv. Dann ist es mir egal. Dann schmeiße ich jetzt Pokébälle, bis du irgendwann mal aufgibst. Oh, das war einer dieser Glückswürfe. Das ist ja schön. Ich hatte einen glücklichen Wurf. Georg macht Level 36. Ein Level noch, Georg. Toxin. Das ist sexy. Ich bin kurz davor, tatsächlich Tiefschlag wegzulegen. Toxin ist halt cool. Komplett nutzlos für die nächste Arena, aber ist ja egal. Die nächste Arena ist nicht Stahl. Und Gift hat auf Stahl gar keine Wirkung. Jawohl, Pantimos, wir haben es geschafft. Das Sperren-Pokémon. Dieser Experte der Pantomime kann unsichtbare und solide und doch solide Wände allein mittels Mimik und Gestik erzeugen. Siehste mal. Die Paula ist eine Kuh. Die macht nicht einfach Mu. Okay. Jetzt müssen wir ja wirklich mal wieder ins Pokémon Center. Und das machen wir genau jetzt. Ab geht's in die nächste Stadt. Oh je. Hey Marcia, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin doch der Professor Eibe-Assistent und außerdem der Papa von Lucius. Ja, diesen Vollidioten. Ja, ich weiß, der ist nicht so gut geraten. Der Professor hat mich gebeten, einen Pokédex auszurüsten. Also bin ich meiner Intuition gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Gib ihn mal kurz her. Mal sehen, wie das tut. Die neue Software muss hier einfach installiert werden. USB-Stick anschließen.
Was steht da? Bluescreen, was? Virus installiert? Was? Mining? Bitcoin? Was ist denn ein Bitcoin? Keine Ahnung. Klick, klick. Na du, der ist ja schon auf dem neuesten Stand. Schließlich verfügt er bereits über eine Funktion, mit der du dir die männliche und weibliche Version von Pokémon ansehen kannst. Das gab's früher nicht, so ist es viel praktischer. Ja, jetzt will ich dich aber gar nicht weiter stören. Schließlich musst du dem Professor helfen. Ah, dann kannst du bitte auch ein Auge auf das Team Galactic haben. Der Vorfall in Jubelstadt bereitet dem Professor nicht immer noch Sorgen. Letztlich ist alles sicher halb so wild, aber man weiß ja nie. Jetzt muss ich ja los. Tschüss! Mensch, hab ich vielleicht einen Durst. Ah, eine Anspielung auf Gen 1. Weil das Letzte, was wir brauchen in diesem Spiel, ist Gen 1. Fleetburg. Die Stadt, die sich im Wasser spiegelt. Wunderschön. Gut. Pokémon Center, dann geht's zurück auf die Route. Da sind ja noch Trainer zu bekämpfen. So. Jawoll. Lass mal wieder fit machen. Die Energy is back. Nice. Bitte bei uns bald. Ja, klar. Okay. Gehen wir mal weiter und machen hier noch weiter. Aber ich bin versucht. Ja, wir machen das in der nächsten Folge. Falls euch die hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis dahin. Tschüss.